Hallo, liebe Zuschauer. Servus, grüßt euch, liebe Community, hier auf dem Kanal vom PVB. Okay. Ja, ich habe wieder mal etwas mitgeschnitten, und zwar eine Live-Übertragung einer Webcam. Und wir sehen jetzt hier einmal einen Nachtausschnitt über die Eruption, die stattgefunden hat, oder mehrere die stattgefunden haben, und zwar von dem Vulkan Fuego in Guatemala. Wir haben hier auch leichte Eintrübung durch Wolken. Die Webcam steht sehr weit weg von dem Vulkan. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr auch alle entsprechenden Links. Die könnt ihr euch ja auch anschauen, anklicken. Ja, es ist ganz schön was los zurzeit auf der Welt. Die Vulkanologen sagen, es hat sich eigentlich nichts geändert. Die Häufigkeit der Ausbrüche von verschiedenen Vulkanen ist gleich geblieben. Ja, kann man glauben, kann man nicht glauben. Wenn man ständig Vulkane beobachtet und feststellt, dass über einen längeren Zeitraum die mit Webcam überwachten Vulkane nicht aktiv sind, und dann auf einmal ändert sich das ein bisschen und fast jeden Tag ist irgendeiner aktiv. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt recht hat, die Forscher oder die Webcams, die das aufzeichnen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte man ja sagen, okay, häufige Zunahme der Vulkanität auf der Welt bedeutet auch Zunahme von CO2 oder Schwefeldioxid. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also, es heißt eigentlich in den Studien immer wieder, dass der CO2-Gehalt oder die Treibhausgase, die durch den Menschen verursacht, in die Atmosphäre gelangen, sind wesentlich mehr als wie alle Vulkane auf der Welt in einem Jahr produzieren. Ja, kann so sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht nachrechnen. Man schreibt zum Beispiel, dass der Vulkan auf La Palma jetzt Schwefeldioxid zwischen 8.000 und 10.000 Tonnen pro Tag in die Luft pustet. Der Austritt von CO2 soll angeblich 800 Tonnen pro Tag betragen, aber das nicht, wie er jetzt ausgebrochen ist, also im Ruhezustand. Und wir wissen alle, dass viele Vulkane, selbst wenn sie nicht optisch aktiv sind, Gase entlassen. Aus irgendwelchen Spalten, Ritzen der Erde und so weiter und so fort. Und ja, in Island, der Vulkan, der hat vermutlich pro Tag 16.000 Tonnen CO2 hochgepustet. Und der Kilauea, sorry, liegt so ungefähr bei 5.000 Tonnen Schwefeldioxid, der manchmal aktiv ist und manchmal nicht aktiv ist. Ja, hier sehen wir einen weiteren Mitschnitt am Tag aus der weiten Entfernung über eine laufende Webcam. So, dann machen wir aber weiter. Deutschland. Im Jahre 2020 angeblich haben wir 750 bis 800 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Und eine andere Studie sagt, im Laufe des Industriezeitalters soll jetzt der CO2-Ausstoß bei 30 Milliarden Tonnen liegen. Okay, kann alles richtig sein.
Bis jetzt hat also noch kein Vulkanologe oder noch kein Institut das Gegenteil, ja, nein, nicht das Gegenteil, sondern hat nicht beweisen können, definitiv, ob jetzt Vulkane mehr wie der Mensch hochbläst oder weniger. Momentan ist die Meinung immer noch die, dass die Vulkantätigkeit sehr gering oder sehr geringe Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt. Ja, es gibt natürlich jetzt eine Möglichkeit. Man könnte natürlich jetzt versuchen, im Internet zu recherchieren, bis einem die Finger glühen. Dafür gibt es natürlich Institute auf der ganzen Welt, ne? Vulkanologen und so weiter. Institute, die die Vulkanitäten, die Vulkanität, Vulkane überwachen, Entschuldigung, überwachen und seismische Aufzeichnungen tätigen und auch Messungen durchführen. Ja, wenn das alles so passt, wie die das alles so schreiben, dann müsste man glauben, dass der Mensch doch wirklich erheblich an der Produktion von Treibhausgasen, ja, beteiligt ist und dass der Klimawandel, ja, durch den Menschen beeinflusst wird und dementsprechend auch sich schneller vollzieht, als wenn der Mensch nicht so viele Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen würde. Zu diesem Schluss komme ich jetzt, nachdem dass ich jetzt einiges recherchiert habe im Internet. Es ist natürlich schwierig festzustellen, stimmen denn die Daten auch alle so hundertprozentig? Wir wissen ja, in der heutigen Zeit gibt es ja viele Sachen, die getürkt sind oder getürkt werden, um A, die Bevölkerung nicht zu verunsichern, B, seine eigenen Ziele durchsetzen zu können. Man muss die Leute nur auf den richtigen Pfad bringen. Aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig, dass wir Emissionen einsparen. Das ist ganz klar. Das liegt auf der Hand. Die Frage stellt sich immer nur dann, wie weit kann das gehen, diese Reduzierung, auf welchen, ja, Rücken wird es ausgetragen, wer trägt die Kosten der ganzen Veranstaltung. Und wenn natürlich sich die Welt einig ist, zu reduzieren die CO2-Emissionen, dann ist das schön. Ja, dann müssen sie halt auch viel tun. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Deutschland eine relativ reiche Nation ist und das möglicherweise auch gut handeln kann mit der ganzen Umstellung und so weiter, dass wir eben CO2-neutral werden in 2035, 2040, sowas. Ja, was machen denn die ärmeren Nationen, die das Geld nicht aufbringen können, die nicht auf dem Atomausstieg sind, die weiterhin ihre Kohle verheizen, die weiterhin Wälder abbrennen, und kein Geld haben, um vielleicht Filter in die Schornsteine einzubauen, etc. und so weiter? Das ist momentan eine recht einseitige Angelegenheit, denke ich. Und ob jetzt Deutschland immer der Vorreiter sein muss in allen, bezweifle ich jetzt einmal. Denn es schadet ja auch der Wirtschaft, der kostet es viel Geld. Die holt sich das Geld über ihre Produkte, die sie verkaufen, wieder zurück. Das heißt also, im Endeffekt trägt es alles der Verbraucher.
Ja, ob man jetzt mit Gewalt uns ins Minus fahren muss, ist die zweite Frage. Wie lange ja, es dauert, bis diese sogenannte Umweltkatastrophe, Klimakatastrophe richtig eintritt, sodass wir es noch stärker spüren, indem das mehr Trockenheit ist, weniger angebaut werden kann, Wasserknappheit herrscht, etc. und so weiter. Ja, dieser Schaden wird natürlich dann kommen und der wird wahrscheinlich dann weitaus schwieriger zu handeln sein, möglicherweise als jetzt Geld auszugeben, um klimaneutral werden zu können. Aber wenn es Deutschland alleine ist auf der Welt, selbst Europa, wenn es geschlossen wäre, ganz Europa geschlossen wäre, zusammen klimaneutral wäre, ja, würde das wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt die Klimakatastrophe, ja, aufhalten. Also aufhalten mit Sicherheit nicht. Es würde sich halt dann wieder um etliche zig Jahre nach hinten rausziehen. Man kann da viel drüber diskutieren. Ihr könnt euch ja auch einmal in den Kommentaren darüber auslassen. Aber schön höflich, ne? Nicht beleidigend werden, niemanden an den Pranger stellen, sondern einfach nur sachlich diskutieren. Das wäre natürlich eine feine Sache. Ja, und dann sage ich, liebe Leute, ich sage erst einmal Dankeschön fürs Reinschauen, für euer Interesse, für eure Zeit, die ihr hier wieder auf meinem Kanal verbracht habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall mal alles Gute und recherchiert mal ein bisschen. Vielleicht findet ihr ja noch andere Sachen, die ich jetzt nicht angesprochen habe, weil das ist ja ein weitläufiges Thema. Ihr könnt für meinen Kanal Werbung machen. Ihr könnt mir ein Däumchen nach oben geben. Ihr könnt Kommentare schreiben, hatte ich schon angesprochen. Und abonniert halt den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Macht dann auch die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was ich hochgeladen habe. Und ganz wichtig, immer in die Videobeschreibung bei mir reinschauen. Da findet ihr immer interessante Links. Und hier ist auch alles verlinkt über diese Webcam und wo ich das Bildmaterial her habe. Also von der Seite her sollte es keine Probleme geben. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich noch eine gute Zeit und genießt die restlichen paar Sequenzen von dem Video noch. Und dann sage ich schon einmal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB OK.